Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video dreht sich alles um die geheime Grotte in Oasis Briggs. Viel Spaß! Die geheime Grotte ist einer der vielen geheimen Orte in die Sims 4. Das Besondere an der geheimen Grotte ist, dass diese Teil des Basisspiels ist. Also ihr braucht keine Erweiterungen, keine Mods und auch sonst nichts, um dorthin zu gelangen. Es gibt übrigens noch viel mehr geheime Orte in die Sims 4 zu entdecken. Mehr Videos dazu findet ihr in meiner Die Sims 4 Tipps und Tricks Playlist, die findet ihr hier rechts oben. Ja, dann hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich ins Spiel. Ich bin hier jetzt wieder bei meiner Familie Smith. Solltet ihr schon andere Videos von mir gesehen haben, dann kennt ihr diese Familie bestimmt. In jedem Video über Mods, Custom Content oder sonstige Tipps und Tricks in Die Sims 4 spiele ich nämlich mit dieser Familie. Hier sind wir jetzt Marie Smith und mit ihr werden wir jetzt gleich zur geheimen Grotte in Oasis Springs reisen. Und dafür müssen wir natürlich nach Oasis Springs reisen. Hier nach Oasis Springs und dort müssen wir dann hier in den Wüstenblütenpark. Sie wird jetzt einfach mal alleine reisen. Wir sind jetzt hier angekommen, das ist eben der Wüstenblütenpark. Und wenn wir jetzt hier nach hinten, also hier rechts durch, dann sehen wir hier einen versperrten Eingang. Und wie ihr seht, können wir jetzt noch gar nichts damit machen, denn es erfordert Geschicklichkeitsfähigkeit Level 10 und die haben wir natürlich nicht. Aber ich zeige euch jetzt schnell, wie wir das ercheaten können. Und zwar, um das zu ercheaten, müssen wir zuerst die Cheats aktivieren. Wir klicken auf Steuerung, Umschalt und C und dann geben wir ein Testing Cheats True. Jetzt sehen wir, die Cheats sind in unserem Spiel aktiviert. Als nächstes müssen wir eingeben stats.set_skill, _level, Leerzeichen Major, _handiness, Leerzeichen 10 und wieder Enter. Und jetzt sehen wir, Marie hat die Geschicklichkeitsfähigkeit maximiert. Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Marie findet beim Recyceln immer seltene Teile und kann am Schreinertisch Toiletten herstellen. Außerdem kann sie Küchenobjekte doppelt so schnell wie zuvor verbessern und andere Sims in Geschicklichkeit unterrichten. Und jetzt habe ich zusätzlich noch eine Errungenschaft freigeschalten, weil anscheinend hatte ich noch nie einen Sim, der das höchste Level der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht hat. Gut. Und jetzt kann Marie, wie wir sehen, den geheimen Durchgang aufbrechen. Wenn der Eingang offen ist, dann können wir jetzt hier auf Erkunden klicken. Und schon verschwindet Marie in den dunklen Gang hinein. Und wie wir sehen, beginnt jetzt eine Reise. Also zum Beispiel wie beim geheimnisvollen Baum in Willow Creek. Der geheimnisvolle Baum in Willow Creek führt übrigens auch zu einem geheimen Ort, und zwar zu einer geheimen Waldlichtung. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist oder wie man dorthin kommt, ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Wenn es euch interessiert, das findet ihr hier jetzt rechts oben. Aber jetzt zurück zum Thema. Wir sind jetzt eben in einem Abenteuer in dieser Höhle. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir auf die richtigen Optionen klicken. Gut, es beginnt. Höhlenforschung. Marie, die unerschrockene Abenteurerin, macht sich daran, die Höhle zu erforschen. Es gibt zwei Wege. Der schmalere ist ziemlich eng, aber Marie könnte sich hindurchquetschen. Hier können wir jetzt eben den engen Pfad oder den breiten Pfad nehmen und wir müssen den breiten Pfad nehmen. Und weiter geht's. Marie kriecht den Hauptpfad entlang und erspäht im Fadenlicht eine enge, nach oben führende Kurve und eine nach unten führende klapprige Leiter. Jetzt können wir durch Kurve gehen oder die Leiter hinabklettern und hier müssen wir jetzt die Leiter hinabklettern. Gleich sind wir am Ziel. Also, Marie wagt sich vorsichtig in den dunklen Spalt und hangelt sich an dornigen Ranken voran. Nach einem langen Abstieg erblickt sie ganz unten ein schwaches, himmelblaues Leuchten. Sie kann auf einen glitschigen, moosigen Vorsprung klettern oder weiter zu dem blauen Leuchten hinabsteigen. Und hier müsst ihr jetzt auf Vorsprung steigen. Und jetzt bekommen wir folgende Benachrichtigung. Marie gelangt auf einem weichen, moosigen Pfad mühelos voran und erblickt dann den Eingang einer wunderschönen Grotte. Und jetzt können wir in die Grotte gehen oder zurück zum Höhleneingang. Und natürlich möchten wir in die Grotte gehen. Eine Benachrichtigung bekommen wir noch. Marie in die vergessene Grotte schicken. Okay. Jetzt sind wir auf dem Weg in die geheime Grotte. Das ist die geheime Grotte. Hier können wir zum Beispiel nach Fröschen suchen.
Hier ist sogar eine sehr alt aussehende Toilette, die man benutzen kann. Hier geht die Grotte dann weiter und führt nach unten zu einem kleinen Teich, in dem man auch angeln kann. Also hier ist ein Angelspot und hier ist noch einer. Schwimmen kann man im Wasser leider nicht, man kann wirklich nur angeln. Was übrigens cool ist, es gibt ja keine direkte Sonneneinstrahlung, also eure Vampire können hier Tag und Nacht verbringen und werden nicht von der Sonne verletzt. Und jetzt zeige ich euch noch einen Cheat, mit dem ihr die Grotte noch ein wenig besonderer machen könnt. Und zwar zeige ich euch, wie ihr genau hier bauen könnt. Wir öffnen wieder die Cheat-Leiste mit Steuerung Umschalt und C und aktivieren die Cheats mit Testing Cheats True. Wenn wir die Cheats jetzt aktiviert haben, geben wir ein BB Enable Free Build. Und jetzt haben wir den Free Build Mode aktiviert. Das heißt, wir können hier auf den Baumodus zugreifen. Und das machen wir jetzt gleich einmal. Hier im Baumodus sehen wir jetzt, dass hier ein kleines Grundstück entstanden ist. Und zwar die vergessene Grotte. Es ist ein 15x10 Spot und ihr könnt hier alles bauen, was ihr möchtet. Wie immer werde ich jetzt gleich mal schauen, was die Galerie zu bieten hat. Ich bin jetzt hier auf am beliebtesten und Grundstücke gegangen und gebe jetzt hier den Hashtag Forgotten Grotto ein, also einfach vergessene Grotte auf Englisch. Ich habe mich schon entschieden, ich brauche das Miner's Cave. Ich meine, schaut euch die Bilder an, das sieht sicher großartig aus. Deswegen klicke ich jetzt auf Grundstück platzieren, damit wir es direkt hier in der vergessenen Grotte bauen können. Und schon wird das Grundstück gebaut. Wow, wie cool ist das? Also man kann hier heruntergehen. Und dann ist hier noch eine Stiege. Wow, ist das cool. Das ist ein Feuer, das man anzünden kann. Das sind ein paar Stühle. Hier einen Schreinertisch. Hier ist noch ein Bett. Hier gibt es einen Kühlschrank und ein Badezimmer. Das ist großartig. Ich schaue gleich mal, ob alles funktioniert und werde sie einfach mal hier hinschicken. Sieht gut aus. Es scheint alles zu funktionieren. Wow, es sieht so cool aus. Ich muss definitiv genau hier spielen. Wow, es ist so cool. Stellt euch jetzt mal vor, eure Sims wohnen hier. Der Start einer Vampir-Legacy oder wenn ihr mit Hexen spielt, das muss großartig sein. Hast du schon irgendeine Idee, wie du diesen Ort hier nutzen kannst? Wenn ja, lass mir doch gerne deine Storyline in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr freuen. Das Einzige, was ein wenig schade ist, ich glaube, sie kommt jetzt dort nicht mehr hin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da durchgehen kann. Nein, okay. Aber ja, falls ihr mit diesem Grundstück hier aktiv spielen möchtet, müsst ihr wahrscheinlich hier ein paar Steine löschen und dann kommt ihr sicher wieder durch. Und mir wäre das, glaube ich, ziemlich egal, weil wenn ich hier leben kann, brauche ich das da hinten eigentlich nicht mehr. Aber ja, das ist die geheime Grotte in Oasis Springs. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert davon wie ich. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf eure Ideen, wie ihr die geheime Grotte in eurem Spiel nutzt. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Like, über jeden Follow und über jedes andere Kommentar. Ich bin ganz neu bei YouTube und kann genau deinen Support wirklich brauchen. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!